Ich habe mich hier mit Tobias auf dem Marktplatz getroffen. Der Marktplatz ist ein öffentlicher Raum, auf dem man zwar gesehen wird, aber noch weitestgehend anonym unterwegs sein kann. Ich frage mich, ob man in Zukunft, wenn man mich jetzt in der U-Bahn oder hier auf dem Marktplatz trifft und einfach fotografiert, auch googeln kann, obwohl man mich gar nicht kennt. Und das ist auch schon meine erste Frage an dich, Tobias. Ich habe mich gegoogelt und gleich unter den ersten Ergebnissen war so ein Ergebnis von einer Personensuchmaschine, die nannte sich Yasni. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Yasni ist eine Personensuchmaschine, die die Information, die Google indexiert hat, anzeigt. Google durchsucht Webseiten mit einem Webcrawler, der nennt sich Googlebot, und sie erfassen jedes Wort, das auf einer Webseite ist, und legen für diesen Begriff einen Index an. Das heißt, wenn da schwarz steht, dann finde ich danach auf Google, wenn ich schwarz suche, alle Ergebnisse, auf denen das Wort schwarz vorkommt. Und Yasni nutzt diese Information. Das heißt, Yasni gibt dann auch den Namen schwarz ein, schaut, was hat Google dazu, und zieht das zu sich rüber. Alle Seiten, in denen schwarz als Name vorkommt. Alle Bilder, in denen schwarz als Information angegeben sind. Und dadurch natürlich dann auch Fotos von mir, aber auch von sämtlichen anderen Menschen, die schwarz heißen, die vielleicht auch Tobias mit Vornamen heißen. Zumindest die sich in dieser Schnittmenge von Tobias und schwarz bewegen. Deshalb sind diese Ergebnisse an sich auch nicht sehr intelligent. Also es muss nicht sein, dass man mich dort findet. Man kann auch jemanden finden, der Tobias Schwarz heißt und Fotograf ist, Architekt oder einen Doktortitel hat. Man weiß nicht, ob diese Webseite was mit mir zu tun hat oder vielleicht mit einem Jugendlichen, der bei einem Sportturnier teilgenommen hat. Yasni sammelt erstmal alles, was Google indexiert hat und packt es in ein Profil, offenbart da alle Informationen. Und wie gut das dann ist, das hängt oft von seinem Namen ab. Das hängt aber auch davon ab, wie gut man selber seine digitale Identität pflegt. Also Yasni legt praktisch ein Profil an, so wie ich bei Facebook ein Profil anlegen könnte, und packt da alle Informationen rein, die es zu diesem Namen im Internet findet. Genau. Yasni erstellt eine Seite mit diesem Namen und zeigt dann alle Informationen an, die es dazu gibt. Und dadurch, dass es eine eigene Seite mit diesem Namen ist, zum Beispiel dann mein Name Tobias Schwarz, und dadurch, dass Yasni sehr gut in der Suchmaschinenoptimierung ist, findet man diesen Eintrag sehr oben dann in der Ergebnisliste. Bei Google oder auch bei sämtlichen anderen Suchmaschinen, die ich für diese Suche benutzen könnte. Und deshalb hast du auch dein Yasni-Profil, wo du es noch nicht selber angelegt hast und noch nie gepflegt hast, sehr weit oben in der Ergebnisliste gefunden. Denn für eine Suchmaschine sieht es erstmal wie eine sehr gute Seite aus. Der Name passt, es sind Fotos da und sehr viele ausgehende Links. Und was ist die Motivation dieser Personensuchmaschinenbetreiber, so etwas bereitzuhalten im Internet? Digitale Identitäten wären sehr wichtig. Man kennt dies von Geschichten aus dem Berufsleben. Personaler suchen nach Bewerbern erstmal im Internet. Das ist wahrscheinlich am meisten mit der Suchmaschine Google. Weshalb Yasni auch auf die Ergebnisse vertraut, die Google anzeigt. Also die Informationen, die auf Webseiten angezeigt sind, die Google indexiert hat. Wie mein Selbstbild bestimmt ist, mein digitales Ich, das hängt natürlich von den Informationen ab, die überall angegeben sind. Und wie ich schon erklärte, die Ergebnisse bei Yasni sind an sich nicht sehr intelligent. Möchte ich aber gefunden werden, dann müsste ich ein Profil auf Yasni anlegen, was ja schon existiert, aber ich müsste mich anmelden, einloggen, und dann gestattet Yasni mir, dass ich die Ergebnisse sortiere. Das auf dem Foto bin nicht ich, das ist nicht Tobias Schwarz, der ich bin, das könnte ein anderer Tobias Schwarz sein. Dadurch verfeinere ich die Ergebnisse und habe vielleicht ein viel besseres Yasni-Profil, was dann immer unter den ersten Suchergebnissen ist. Sucht also jemand Tobias Schwarz, den Blogger, dann findet er vielleicht unter Punkt 3 mein Yasni-Profil, sieht das Foto, okay, das könnte er sein, vielleicht eine Interviewsituation, in der ich fotografiert wurde, und er sieht dann, aha, ein Link zu meiner privaten Webseite, da habe ich meine Adresse angegeben, das heißt, Yasni kann die auch anzeigen lassen, und schon kann die Person mit mir in Kontakt treten. Durch meinen Beruf ist das etwas sehr Nützliches, weil ich gefunden werden möchte, da ich möchte wahrgenommen werden im Internet.
Das muss aber jeder für sich entscheiden, ob er das auch will. Und das ist sehr abhängig von seiner Berufswahl. Kann ich mich denn auch bei Yasni abmelden? Eine Abmeldung, ein Widerruf, wie wir das früher von Telefonbüchern kennen, das gibt es im Internet nicht. Yasni sammelt ja nur, was im Internet ist. Das heißt, möchte ich mein Yasni-Profil verlieren, müsste ich sämtliche Informationen zu meinem Namen, und da geht es ja nicht immer um mich, da geht es ja auch um andere mit meinem Namen, löschen lassen. Ich möchte dann, dass diese Informationen von den Seiten, die Google indexiert hat, weggenommen werden. Das ist nahezu unmöglich. Das kommt immer auf sein digitales Schaffen an. Wie veröffentlicht ist man? Wie viele Informationen gibt es über einen im Internet? Aber auch natürlich, wie viele Menschen haben meinen Namen und wie gehen die mit ihren digitalen Informationen um? Das heißt, es ist ja nicht dein persönliches Yasni-Profil. Es ist ein Yasni-Profil zu dieser Kombination von Vor- und Nachname.